Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalorade und ich begrüße euch zur zweiten Episode dieses Deep Rock Galactic Let's Plays. Ja, und wir schauen uns das Programm noch ein bisschen genauer an. Bevor es wuselig wird, weil wenn wir in einer Gruppe sind, zu dritt, zu viert, dann wird man hier auf die Einzelheiten in der Basis beispielsweise erstmal nicht eingehen können. Ich dachte mir, das zeige ich denn erstmal jetzt vorher. Was belegt mich gleich am Anfang? Was soll's? Ja, wir können hier im Hauptmenü, also in der obersten Oberfläche, das Hauptmenü wird wahrscheinlich was anderes sein, können wir einer Steam-Gruppe beitreten, um uns 5000 Credits zu verdienen. Wollen wir nicht. Wir wollen den Newsletter nicht haben, wir wollen nicht auf Discord, wir geben keine Rückmeldung im Moment, wir wollen fortfahren. Good morning, Crew World. Oh, das ist aber noch einer müde. Ja, wir sind hier in unserer kleinen Startkammer. Hier starten wir, wenn wir das Spiel beginnen. Egal, ob alleine oder zu dritt, zu vier, zu fünf. Na, zu fünf ist blöd. Also, ist ein Spiel bis zu vier Leuten. Also insgesamt vier. Nicht vier dazu, nur drei. Egal. Wir schauen uns mal hier diese Terminals an. Und zwar den Charakter. Es gibt ja vier Stück, das hatte ich gestern schon erzählt in der ersten Episode. Und zwar den Ingenieur, den Schützen, mit dem wir gestern unterwegs waren. Es gibt den Bohrer und es gibt noch den Speer. Schauen wir sie uns en Detail an. Als Ingenieur trägst du zwei wesentliche Elemente für das Überleben in den Höhlen bei dir. Die Kommasetzung ist merkwürdig. Als Ingenieur trägst du zwei wesentliche Elemente für das Überleben in den Höhlen bei dir. Whatever. Das Plattformgewehr schießt bekletterbare Plattformen an jede beliebige Oberfläche und aus deinen automatisierten Geschützturmen hagelt es Feuerunterstützung, wenn du es schaffst, sie aufzustellen, bevor du stirbst. Du bist möglicherweise nicht der standfesteste aller Zwerge, aber deine Kampfschrotflinte und dein verheerender Granatenwerfer machen dich zu einem gefürchteten Gegner. Ja, Plattformgewehr ist eine tolle Sache. Sehr hilfreich, wenn man im Team unterwegs ist, weil manche Sachen sind nicht so leicht zu erreichen. Automatisierte Schütztürme fand ich auch sehr hilfreich. Ich habe den gestern mal ausprobiert. Wir haben kurz, also ich und Dave haben mal kurz probiert. Tolle Sache, zwei Stück können wir aufstellen, die ballern auch recht ordentlich. Ist toll, wenn man in irgendeinem Tunnel steht, kann man rechts und links ihn aufstellen, stellt sich selber in die Mitte, wird so ein klein bisschen von den Dingern verteidigt, das ist eine tolle Sache. Plattformgewehr, nochmal schnell zurück, fand ich negativ, ich glaube, man hat bloß sechs Plattformen am Anfang. Ich meine, man kann das Ding auch hochleveln, aber sechse ist ein bisschen wenig. Die Kampfschrotflinte hat auch ordentlich Bums, man geht, glaube ich, mit knapp 100 Schuss an den Start irgendwie. Und der Granatwerfer. Der Granatwerfer hat auch mächtig Bums, tolle Sache. Allerdings bloß 6 Schuss. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr wenig. Gerade am Anfang. Also davon hätte man wahrscheinlich lieber etwas mehr. Der Schütze. Mit dem waren wir gestern, wie gesagt, unterwegs. Als Schütze kämpfst du immer an vorderster Front. Du mähst Aliens mit deiner hochkalibrigen Minigun und deinem Hochleistungsrevolver nieder. Deswegen bist du mit einem praktischen Seilrutschen-Launcher ausgestattet. Mit diesem kann das gesamte Team fast alle Abgründe oder Hindernisse überwinden. Ja, tolle Sache, also dieser Seilrutschen-Launcher, das ist toll, aber man hat auch bloß 6 Stück davon dabei. Ne? Das ist auch ein bisschen wenig, so gerade am Anfang schwierig. Die Minigun hat ordentlich Bums, der Revolver macht auch ordentlich Schaden. Tolle Sache, also ich glaube, mit ihm würde ich vorzugsweise auch spielen wollen, wenn wir denn zu dritt, zu viert unterwegs sind. Der Bohrer. Als Bohrer bist du mit einem Set aus Titanium-Bohrmaschinen ausgerüstet. Deine Aufgabe ist es, blockierte Tunnel und Hindernisse für das Team freizuräumen. Im Nahkampf machen die Bohrer kurzen Prozess mit den meisten Gegnern. Für den Fernkampf bist du mit einem schweren Flammenwerfer ausgerüstet. Ja, tolle Sache. Der Flammenwerfer an sich, so mit Fernkampf, der taugt nicht ganz hin. Der Fernkampf, also Dave hat den gestern gespielt, Fernkampf. Der Flammenwerfer macht so nahe 10 Meter. Vielleicht, also das ist in meiner Sicht noch kein Fernkampf. Ne? Also die Waffe ist gut, der Flammenwerfer, den können wir dann später auch noch ein bisschen pimpen, da kommen wir noch zu. Ja, und hier diese Bohrköpfe, auch tolle Sache, also gerade um Gegner niederzumetzeln, gerade so die ganze Kleinviech, weil die da kommen da teilweise echt einen Horden an. Den kann man auch spielen, schöne Sache. Der Speer. Als Speer bist du der Einzige, der eine mächtige Signalpistole trägt und dein gesamtes Team hängt von deinem Licht ab. Zum Erkunden bist du außerdem mit einem Enterhaken ausgerüstet, der es dir ermöglicht, fast überall hin zu gelangen. Aber obwohl du mit einem Sturmgewehr und einer abgesägten Schrotflinte ausgestattet bist, solltest du dich nicht von deinem Team trennen. Die Höhlen gehen nicht sanft mit einsamen Entdeckern um. Ja, der sieht doch ein bisschen nackt aus. Alle haben hier so eine dicke Kutte irgendwie. Und er hier kommt ja im Schlafanzug an. Gut, die Signalpistole ist eine tolle Sache. Wir
haben wir gestern gesehen, jeder hat Flares dabei, also diese Knicklichter, die wo sich hinwerfen können, um ein bisschen Licht zu erzeugen. Aber er hat eine Pistole und kann richtig Lampen in eine Wand oder in eine Decke verankern, die allerdings auch zeitlich begrenzt sind. Also die halten wohl länger als diese Knicklichter und sind auch ein bisschen heller. Also das ist auch sehr, sehr, sehr hilfreich. Dann Enterhaken, ja, schießt irgendwo hin und zieht sich selber ran. Also das ist nichts für die Gruppe, das ist nur für ihn alleine, macht ihn sehr beweglich, tolle Sache. Das Sturmgewehr und die abgesägte Schrotflinte müsste man noch auschecken. Die habe ich selber noch nicht gespielt. Darkness, here I come, okay. Schnell beitreten, hier stellen wir ein, wie wir es gerne hätten und könnten dann einem fremden Spiel beitreten. Das möchten wir im Moment nicht. Willkommen in der Base. Ja, ich finde der Stil ist schön, also kommt weitestgehend ohne Texturen aus, bin ich der Meinung. Ist schön gemacht, ist vielleicht ein bisschen bunt, aber mir fällt's, ich finde es toll. Ja, und jeder, der in dem Spiel teilnimmt, also hier in dieser Session, hätte dann auch so einen eigenen Kabuff. Die sehen alle gleich aus. Ja, hier, diese Tür öffnet sich noch nicht. Hier stand gestern noch, also über Nacht kam ein Patch raus, Patch 8.0. Hier stand gestern noch Medic Bay drüber. Kann sein, dass wir uns die noch freischalten, dass wir uns hier noch erarbeiten müssen. Kann sein aber, dass sie noch gar nicht entwickelt ist. Man weiß es nicht. Dazu bin ich auch noch zu neu, um das kommentieren zu können. Tutorial starten, da könnte man nochmal das erleben, was wir gestern erlebt haben. Hier auch ein Force Field, keine Ahnung, was das hier hinter ist. Das sieht aus wie eine Teleporter-Plattform oder irgendwie sowas. Kann sein, dass wir uns das freischalten können. Das kann sein, dass wir das kriegen, wenn wir hochleveln automatisch. Das kann aber auch sein, dass das auch noch eine Komponente ist, die noch nicht im Spiel ist. Maybe, man weiß es nicht. Oh, hier gibt es noch ein paar tote Terminals. Können die noch was? Können die schon was? Nee, können gar nichts. Aber hier, die können was. Ausrüstung verbessern. Das heißt, wir gehen ja runter in die Anlagen und schürfen dort Erze. Gestern waren das, wie heißt das? Morkite. Davon wollten sie 100 Stück haben. Aber man findet noch andere Sachen. Und diese anderen Sachen, nehme ich mal an, können wir verwenden, um hier beispielsweise unser Deep Core GK2 Sturmgewehr aufzurüsten. Eine zuverlässige, kräftige Waffe in der Regel nicht die erste Wahl von wahren Zwergen, aber das Gewicht und das befriedigende Bumm macht sie lohnenswert. Ja, und hier, die können wir praktisch dreimal aufwerten. Dafür brauchen wir 1600 Mark in diesem Fall. Oh, hier brauchen wir 1800 Mark und 130 irgendwas. Und wir müssen Level 4 sein. Haarabzug, schnelle Feuerrate. Haarabzug, was ist denn das für eine Betitelung? Munitionstasche, Panzerung durchdringende Kugeln. Die Biester von Hoxus sind stark, aber dein treues Gewehr ist stärker. Ja, auch zwei Ressourcen, die ich so noch nicht kenne. Also ich denke, ihr begreift das System, so wie es abgeht. Ich finde ein bisschen, das ist alles, wenn man das Spiel so ein bisschen suchtet, das viel spielt, dann ist das vielleicht ein bisschen wenig. 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 20 Sachen. Gut, wir haben 4 Zwerge, bloß man wird sich ja wahrscheinlich auf eine Klasse erstmal festlegen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man damit relativ fix dann durch ist, wenn man viel, viel spielt. Ne? Schauen wir mal. Jo, das nächste Terminal. Kosmetikladen. Hier können wir uns um die Optik kümmern. Verschiedene Werte uns freischalten. Feine Sache. Hier soll es dann auch in der Zukunft noch ein bisschen mehr geben. Panzerung, andere Klamotten, die wahrscheinlich auch ein bisschen Schaden vom Leib halten. Nehme ich mal an, bei den Kosten erfüllt seinen Zweck. Die Wahl eines Profischwers, beste vom Besten. Und ich glaube, dass die auch unterschiedlich sind für die einzelnen Charaktere, oder? Speer? Achso, hier muss ich klicken. Ja, die haben auch unterschiedliche Anzüge zur Auswahl. Also jeder kann eine andere Klamotte sich irgendwie kaufen. Kopfbedeckung, ein Hut. Schöne Elvis, tolle. Nice. Rote Mütze und so weiter und so fort. Ein schöner Iro. Haarfarben können wir uns freischalten. Fein, 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 freuen wir uns schon drauf. So, und das, was wir uns hier gekauft haben, können wir dann hier an diesem Terminal anlegen. Also wir haben noch keinen, wir haben nur einen Kopf sozusagen, einen Bart und eine Rüstung. Hautfarbe können wir hier noch festlegen. Kommen wir später zu. Ja, kommen wir zum Eingemachten. Die Missionsauswahl. Das soll wohl Missionsauswahl, Missionsterminal heißen. Das ist noch nicht ganz eingerückt. Mit dieser Kapsel, die wir hier sehen, das ist ein fetter Bohrer hier unten, werden wir auf den Planeten Hoxus runtergeschossen. Den Planeten sehen wir auch hier. Wir sind in irgendeinem fetten industriellen Chip drin. Hier und an dieser Kapsel wird gleich eine Tür aufgehen. Ey, hau mal ab hier. Weg. Ja, machen wir mal. Wählen mal einfach eine Mission aus, auch wenn wir sie nicht gleich machen werden. Zack, ich sage Host. Ganz wichtig, wenn ihr mit Freunden zusammenspielt, dann muss eure Freundesliste an sein. Ansonsten findet ihr die Server nicht. So, irgendein Fantasiepasswort hier mal schnell eingetippt. Wir wollen hosten.
Muss ich da einmal klicken? Einmal reicht, okay. Und hier alle paar Minuten, 38 in dem Fall, ändert die Missionsauswahl. Nur mal so. Habe ich jetzt falsch gemacht? Anscheinend. Zack. Host. Achso, hier. Mission besteht ja. Dann geht hier eine Luke auf. Wir finden uns hier ein innerhalb dieses Countdowns. Und dann geht's auch gleich los. Machen wir, wenn alle da sind. Ja, dann haben wir hier dieses Erdgeschoss, so wie sehen, uns angeschaut. Und es gibt hier diese Aufzüge. Das hier sind so Displays mit Spruch des Tages und so was alles. Die erste Etage. Da haben wir beispielsweise hier diese Ecke. Auch hier bei diesen Force Fields, keine Ahnung, ob das schon im Spiel drin ist, ob das noch entwickelt werden muss, ob wir uns das freischalten können. Schießstand, Abgrundbar, Kontrollzentrum. Die Gedenkhalle und der obere Hangar ist wohl mit begehbar. Der obere Hangar, gut, da gibt es nicht viel zu erledigen. Da schaffen wir den, kriegen wir den? Ja, kriegen wir noch. Gutes Timing. Hier können wir ein bisschen rumlaufen, ein bisschen gucken. Wir sind jetzt praktisch oben über der ganzen Anlage. You're trespassing. This area is off limits to regular miners. Shut up. Ja, kann man da oben noch hinklettern, eine Tonne runterkicken. Kann man da drin schießen? Ah, recht nicht ernst. Vielleicht ist das versteckte Geschichte oder das, die man erledigen kann. Ja, ansonsten gibt es hier, wie gesagt, nur Schauwerte. Zu klicken gibt es hier nichts. Und ähnlich ist es auch in der Gedenkhalle, wo wir gleich wieder sein werden. Oh oh. Alles kaputt gemacht? Nee. Ah, rumgeglitscht. Tap, 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 tap. Die Gedenkhalle. Ich glaube, dass das eher eine Ecke ist, wo wir unseren Spielstand so ein bisschen sehen. Also wenn wir selber... Na, ich glaube, dass das nicht richtig erklärt ist. Also wenn wir selber im Spiel sterben, werden wir hier selber keine Statue von uns finden oder von den Jungs oder so. Weil wir können uns ja auch gegenseitig heilen und man kann auch sterben, Mission beenden, passiert gar nichts. Hier wird anscheinend bloß der Spielfortschritt so ein bisschen wiedergegeben. Das heißt, jetzt mal, wenn man irgendein Level macht, dann kriegt man hier irgendein Bild, ein Poster, eine Statue oder sonst irgendwas. Da hinten gibt es noch ein paar Credits, wer alles so bei der Entwicklung geholfen hat. Und beim Beta-Testing, hier kommen wir auch ein bisschen rumklettern nach oben. Das sind Opus-Texte, ähnlich wie die hier. Freischaltung bei Level irgendwas. Nichts Besonderes. Kommen wir vielleicht später nochmal zu, wenn wir hier auf was stehen haben. Musik ist hier auch ein bisschen laut. Lässt sich auch nicht runter drin im Menü. Jo, haben wir das? Jetzt können wir hier noch einmal so ein bisschen rumlaufen. Viel gibt es hier ansonsten nicht. Außer die Tonnen, die wir hier wegkicken können. Stop it now. Sorry, Chef. Ohne grüne Tonne. Ja, nett gemacht. Muss man ab und zu einfach mal gucken, ob es irgendwo irgendwas Neues gibt mit dem Patch, ob hier irgendwo noch eine Tür aufgeht oder sowas. Ich kann ja auch eine Tür hier hinmalen, ne? Also, ja, dann sind wir an und für sich so mit der Basis durch. Und mehr wollte ich in dieser Episode auch nicht machen. Weil wie gesagt, wenn wir denn hier zu dritt, zu viert unterwegs sind, habe ich keine Zeit, das zu zeigen. Und so habt ihr das schon mal gesehen. Ihr wisst, wenn ich dann auf diese Terminal oder auf eins der Terminals hier zurenne, was dann passieren wird, dann brauche ich das nicht nochmal besonders kommentieren. Wenn ich eine Tonne trete, wisst ihr, dass das geht. Na, dann stellt's ja nicht hin oder gebt uns nicht die Möglichkeit dazu. Was denkt ihr denn? Egal. Ja, wir machen Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch mit dabei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. www.dalloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.